So, ich will das kaum für möglich halten. Wir sind jetzt doch noch zu unserer Tuk-Tuk-Fahrt gekommen. Wie man eben gesehen haben, haben wir einen Freund in Thailand gewonnen. Wir hatten eine richtig schöne Nacht. Wir haben kaum geschlafen. Man hat doch die Musik gehört. Um 1:30 war die Musik dann vorbei. Wir hatten aber nicht damit gerechnet, dass das Housekeeping gefühlt um 3? Ja, 3:30. 3:30 maximal. Also die Musik lief bis um 2 so und ab 3 ging es dann im Housekeeping genau. Los. So. Die haben nämlich dann die Zimmer gemacht, mitten in der Nacht, und haben da Klönschnack gehalten. Dann haben die Handys geklingelt und die haben durch den Flur geschrien. Es war total prickelnd. Dementsprechend war unsere Stimmung heute Morgen. Und wir haben uns dann gefragt, wollen wir noch mal so eine Nacht verbringen? Wir waren kurz davor, uns wahrhaftig noch mal für eine Nacht woanders ein Hotel zu buchen. Ja. Aber dann haben wir gesagt, hey, warum nicht einen Tag früher nach Chiang Mai? Deswegen haben wir uns jetzt ein Zugticket mit dem Nachtzug gebucht. Ja. Waren jetzt gerade noch mal Geld tauschen. Wir haben einfach gesagt, warum wollen wir uns das jetzt noch mal antun? Wir wollen eh in den Norden. Werden jetzt gleich noch mal ein bisschen was am Rechner arbeiten. Dann werden wir uns wahrscheinlich schon Sachen packen und uns auf den Weg zum Bahnhof machen. Beginnt das nächste Abenteuer? Ja, ich denke schon Abenteuer. Angekommen in Chiang Mai, im Apartment angekommen, Roomtour. Thank you.
Nach diesem Rundgang machten wir uns auf den Weg, die Stadt ein bisschen zu erkunden. Was wir hierbei sehr schnell feststellten, war, dass Chiang Mai zwar durchaus auch eine sehr große Stadt ist, aber längst nicht so turbulent wie Bangkok. Das ist wahrscheinlich auch mit einer der Gründe, warum sie bei digitalen Nomaden unheimlich beliebt ist. Eine mehrspurige Straße zu überqueren wie hier, wäre in Bangkok ein Ding der Unmöglichkeit. Was wir bei dieser Erkundungstour ebenfalls feststellten, war, dass Chiang Mai eine Stadt mit sehr vielen Tempeln ist. Also fragten wir Google, welches denn einer der schönsten davon wäre, und wurden auch schnell fündig. Wirklich beeindruckend, wie diese Tempelanlage durch die abendliche Beleuchtung zur Geltung kam. Es war ein bisschen surreal, als ob man in einem Film wäre, weil man es nicht glauben konnte, dass man vor solchen Gebäuden steht, die mit Gold verziert waren. Gleichzeitig hatten wir großes Glück, dass wir so spät erst da waren, da der große Touristensturm dadurch schon längst durch war und wir das wirklich in Ruhe genießen konnten. Ein größeres Gebäude dieser Tempelanlage war jedoch komplett verhüllt, da gerade Restaurierungsarbeiten dran vorgenommen wurden. Und wie der Zufall es wollte, trafen wir bei unserer Runde über dieses Gelände den Architekten, der genau für diese Arbeiten zuständig war. Er hatte in Deutschland Architektur studiert, um dann zurück in sein Heimatland zu kommen und dort solche Arbeiten vorzunehmen. In einem Gespräch, welches locker über 20 Minuten dauerte, erzählte er mit purer Begeisterung, wie toll er doch München und die Weißwurst findet. Und obwohl wir ihm klar machten, dass das so gar nicht die Gegend ist, aus der wir aus Deutschland kommen, war er dennoch tierisch begeistert, uns getroffen zu haben, und gab uns einige Tipps, wo man am besten in Chiang Mai einen Ausflug bucht und wo man es lieber lassen sollte. Außerdem erfuhren wir, dass Chiang Mai wohl die Hochburg der Maßanzüge von Thailand wäre und sehr viele Thais in den Schulferien extra nach Chiang Mai reisen würden, um sich für die Arbeit oder für einen einfachen Job neue Anzüge schneidern zu lassen. Nachdem er uns all dies erzählt hatte, kam er auf eine Idee, und auf einmal nahm der Abend einen Verlauf an, mit dem wir zuvor nicht gerechnet hatten. So, ich will das kaum für möglich halten. Wir sind jetzt doch noch zu unserer Tuk-Tuk-Fahrt gekommen. Wie man eben gesehen haben, haben wir einen Freund in Thailand gewonnen. Ich kaufe es ihm auch wirklich ab. Das war der Architekt, der den Tempel restauriert hat. Und er hat uns sehr, sehr viel erzählt. Und er hat jetzt hier den Tuk-Tuk-Fahrer auf Thailändisch gesagt, wo er uns hinfahren soll, zu einem Taylor und zur Touristeninformation. Und dann sagt er auf Englisch, nur 40 Baht. Sonst hätten wir 200 oder 300 Baht bezahlt. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze jetzt hier ausgeht. Aber wir fahren jetzt Tuk-Tuk. Ja, der wartet dann auf uns. Ja. Ach ja, er wartet auch auf uns. Während wir beim Taylor sind, soll er draußen warten und uns dann zur Touristeninformation fahren. Ja. Alles für 40 Baht. Alles für 40 Baht. Wir sind gespannt. Wir sind sehr gespannt, wie das ausgeht. Einen Maßanzug. Wir haben noch ein Gratisbier bekommen. Unser Tuk-Tuk-Fahrer hat wirklich gewartet. Und jetzt fährt er uns zur Touristeninformation, sodass wir unsere Elefantentour buchen können. Für 40 Baht. Wir lassen uns treiben. Wir folgen dem Flow und lassen uns treiben. Und jetzt besuchen wir genau diesen Nachtmarkt.